Nach einem lodernden Autobrand in der Straße Am Käppele in Laupheim kommt es zu Chaos, da eine Flüchtlingsunterkunft mit 50 Menschen wegen starker Rauchentwicklung dringend evakuiert werden muss. Fünf Personen wurden mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Vorläufige Schätzungen deuten auf einen Schaden, einem unteren sechsstelligen Bereich hin. In der Nacht des 22. November 2022 ging das Fahrzeug unter mysteriösen Umständen in Flammen auf, so dass die Rettungsdienste gegen 3:20 Uhr auf den Alarmruf reagierten.